Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars. Mein Name ist Mario Hoffmeister. Betonung auf dem Hoff. Wir haben euch ja versprochen, dass wir hier aus dem Hyatt Place in Frankfurt am Flughafen, was unser Go-To-Hotel ist, ein Unboxing machen. Jawohl, ein Unboxing des First Class Amenity Kits aus der Lufthansa First Class. Ganz genau, wir haben einen roten Rahmen. Fantastisch. Wunderbar. Ich bin ganz begeistert. Jetzt ist tatsächlich nur die Frage, was machen wir als erstes erkosten? Was wollen wir machen? Was? Anfangen, ne? Ja, mit was? Wir machen einfach Unboxing. Unboxing? Unboxing. Dann fangen wir an mit Moderieren. Ja. Ganz genau. Wir haben euch auch noch ein paar Farben mitgebracht. Es gibt ihn in der Damenversion oder Marius-Variante in Grau. Jawohl. Dafür nochmal danke an Joost Greve. Vielen herzlichen Dank. Und wir haben natürlich auch einen Teaser. Wir werden diese Original, und ihr seht, jungfräulich, absolut, werden wir für euch unboxen und für euch, ja, die ihr heute Abend kommt, verlosen. So wie wir es angedroht haben. Wer also heute Abend kommt, hat die Möglichkeit, mit diesem wunderbaren Stück nach Hause zu gehen. Aber ihr wisst ja, wie immer an dieser Stelle, es gibt erstmal ein Intro. Willkommen zurück zu Frequent Traveler TV. Mario, du warst zu langsam, deshalb habe ich direkt übernommen. Und wir sind hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Heute machen wir das Unboxing und ihr wisst ja, wie immer bei dem Video gibt es die vier Dinge, die ihr tun müsst. Ihr müsst es subscriben, ihr müsst liken, ihr müsst kommentieren und vor allem ganz, ganz wichtig, die Glocke. Ganz genau, die Glocke anmachen. Wir haben für euch auch jetzt ganz normal das Video, was wir versprochen haben, das Unboxing. Mario wird das Unboxing übernehmen. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, er wird die Socke nicht tragen. Nein, versprochen. Auch die Zahnpasta nicht benutzen und auch die Zahnbürste natürlich nicht. Das ist richtig. Deshalb lasst uns einfach beginnen. Mario, dann... Ja, ich nehme hier ganz ehrfurchtsvoll diese ganz hervorragende Box. Und wie ihr seht, es ist tatsächlich versiegelt. Ich weiß nicht, ob man es genau erkennen kann. Sie ist wirklich noch zu. Also, und wenn ihr uns vertraut, wir werden weder was entnehmen noch nutzen, aber sie ist jetzt zu und jetzt breche ich das Siegel auf. So, Siegel ist auf. Lass das hier mal dran. Und jetzt machen wir hier ganz vorsichtig den Reißverschluss auf und sie ist auch prall gefüllt, wie man sieht. Oh ja, mit ganz vielen Dingen. Was kommt uns hier als erstes entgegen? Eine eingeschweißte Bürste, natürlich auch mit dem Lufthansa-Symbol. Ja, aber diese Bürste, die hat mich schon sehr oft gerettet. Also ich zeige dir mal in die richtige Kamera. Ihr seht ja, wir machen das für die GoPro, damit ihr es wisst. Die finde ich also top. Die hat mich schon oft gerettet. Kann man immer gebrauchen. Was ganz wichtig ist für den guten Atem, falls man das mit dem Zähneputzen nicht mehr hinbekommt, weil man vielleicht zu lange geschlafen hat, ein paar Pfefferminzpastillen, auch natürlich mit Lufthansa-Logo gebrandet. Ja, dann natürlich die Zahnpasta, Zendium, kenne ich persönlich nicht, aber sicherlich ein gutes Produkt. Also ich benutze die Zendium ganz einfach deshalb, weil sie da war. Also ich habe sie benutzt, als ich in der Lounge war und geduscht hatte. Kann man auch machen, ja. Ich hatte meine Zahnpasta nicht mitnehmen können, weil das über 125 ml war und da war ich halt dafür dankbar. Ja, dann auch ganz wichtig, hier ganz neutral verpackt für die Ohren, wenn es dann doch zu laut wird und man keinen Noise-Canceling-Kopfhörer vielleicht für sich selber hat oder den der Lufthansa nicht benutzen möchte, weil es dann doch etwas zu unbequem ist, dann halt die berühmten Ohrstöpsel. Ja, wobei das Schlimme ist ja mit den Flugzeugen heutzutage, die werden ja so langweilig, hätte ich fast gesagt, so leise. Und weil sie so leise sind, hört man natürlich den Nachbarn auch schlafen und schnarchen. Und natürlich hier The Humble Brush, eine Zahnbürste. Ganz nachhaltig hier aus, ich nehme mal an, das ist Bambus. Bambus, ne? Das ist ja dann nicht mal Holz, sondern Bambus ist ein Gras und schnell nachwachsend. Insofern natürlich die Zahnbürste, wir können sie auch nochmal so reinhalten hier, die Zahnbürste zur Zahncreme. So, was haben wir denn noch? Oh, jetzt kommt die Kategorie, die natürlich für Lars ganz wichtig ist.
Ich habe meine eigene Creme, ich benutze keine Naprille. Du benutzt keine was? Nein, ich benutze aus der finnischen Marke etwas. Okay. Dann nehme ich nicht La Prairie. Ich benutze das La Prairie? Ja. Heißt das La Prairie? Ja, ich glaube. Oder muss man das so aussprechen wie Lounge? Ja, genau, man muss das aussprechen wie Lounge. Ja, also auch hier nochmal, vielleicht kann man es hier besser sehen. So. Da ich das nicht aufmachen will, ich nehme an, das ist eine Handcreme, eine Gesichtscreme und was auch immer. Ja, Handcreme, ich glaube Lippenbalsam. Lippenbalsam natürlich, das bietet sich an. Ist natürlich eine gute Marke, überhaupt kein Thema. Und noch eine Bürste. Noch eine Bürste. Ist das ein Verpackungsfehler? Das könnte sein. Wir haben eine Sonderedition gefunden. Ja. Also wer heute Abend zum Stammtisch nach Frankfurt kommt, bekommt eine doppelte Bürste. Genau, das ist ja der Wahnsinn. So, und jetzt das, was ich auf keinen Fall anziehen werde, nämlich die Strümpfe samt eines kleinen, sehr niedlich Schuhanziehers. Ich weiß gar nicht, ob der für Lars überhaupt geeignet ist. Nein, der funktioniert bei mir nicht. Aber halt ihn nochmal in die große Kamera. Ja, das mache ich. Einen wirklich super kleinen Schuhanzieher. Sehr filigran, aber funktioniert natürlich. Und natürlich das Wichtigste, ich stecke das hier mal wieder rein, die Socken. Und ich nehme an, das hier ist die Schlafbrille, nicht? Auf der anderen Seite. Ja, und vor allem, da ist inzwischen die Kondome für die Ohrhörer, wenn du die... Ja, natürlich. Vielleicht kann man das hier mal machen, ich will das nicht ganz auseinanderbauen. Für Ihre Kopfhörer, ja. Damit das auch hygienisch einwandfrei ist. Alles sehr schön mit einer kleinen Schleife verpackt. Das ist so der Inhalt, aber wir wollen natürlich auch mal in die Box gucken. Halt das mal ruhig in die andere Kamera. Ja, vielleicht kann man das hier sehen. Lufthansa First Class und sehr schön hier mit zwei kleinen Fächern. Also auch sozusagen nach dem Flug noch hervorragend nutzbar. Und natürlich, deswegen halte ich sie auch nochmal, natürlich auch hier Lufthansa und Rimowa. Ja, tipptopp, ne? Super, super Ding. Also wer das Glück hat, in der First zu fliegen und dann noch das Glück hat, dass es dann diese Remova-Box gibt, sicherlich ein Amenity-Kit mit echtem Mehrwert, hat dieselbe Struktur. Wer auch noch einen Remova-Koffer hat, passt das Ding, denke ich, ganz hervorragend rein. Wir packen jetzt wieder nach dem Unboxing sozusagen das Inboxing, alles wieder hier in die Remova-Box rein und ja, ich hoffe, wir konnten einen kleinen Einblick geben. Ja, und da klingelt bei Mario das Telefon. Ja, dann geht's aber weiter. Wir cutten das einfach raus. Ja, wir cutten das raus. Es wird rausgeschnitten. Es wird rausgeschnitten. Und jetzt schauen wir uns das einfach mal an, wie Mario wieder das Unboxing unboxed. Sozusagen das Inboxing. Inboxing, genau. Ich mache das hier mal wieder rein. Ja. So. Dann hatten wir die Bürste, die hier unten irgendwie lag. Dann hatten wir die Cremes. Dann hatten wir die Zahnbürste, die Ohrstöpsel, die Zahncreme, die Pfefferminz und die zweite Bürste. Und das ist halt prall gefüllt. Wir machen das wieder zu. Zack. Du kannst ja auch wieder zukleben, ne? Ich kann es auch wieder zukleben, aber nee, so richtig funktioniert es nicht mehr, sonst wäre es ja auch kein richtiges Siegel. Aber wir tun mal so, als ob. Jetzt haben wir es quasi wieder ja, im Original. Ist wieder jungfräulich. Ist wieder jungfräulich. Ja. Ups. Mario, aufpassen. Entschuldigung, diese teure Box hier. Genau. Also wie gesagt, diese Box könnt ihr heute Abend gewinnen oder ausgeraffelt werden, wenn ihr zum Vielflieger-Stammtisch in Frankfurt kommt. Wenn ihr sagt, hey, ich bin morgen in Berlin, morgen sind wir im Grand Hyatt, hier sind wir übrigens im Hyatt Place am Frankfurter Flughafen, was unser Go-To-Hotel ist. Morgen verlosen wir diese Ente. Ja. Ja, ihr seht richtig. Terminal. Jawohl. Ja, Lufthansa Terminal. Sieht man das? Warte, warte. Scharf stellen, scharf stellen. Ist scharf? Ist scharf? Ich weiß nicht, wird nicht scharf. Ist nicht scharf? Wird nicht Aber scharf. Ist die Ente so scharf? Na egal. Aber da steht drauf, Lufthansa First Class Terminal. Könnt ihr morgen gewinnen, wenn ihr nach Berlin kommt, im Grand Hyatt 18.30 Uhr, heute Abend hier 18 Uhr im Hyatt Place. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Wir sehen uns spätestens morgen wieder. Bis dann, ciao. Ciao.